Ich muss mich jetzt kurz bei all jenen entschuldigen, die heute das erste Mal werden. Kann ich mal kurz ein bisschen Saallicht haben? Wer ist denn heute das allererste Mal bei einem Konzert von mir? Oh! Und ich mach... Oh Gott! Also, schön, dass ihr da seid. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Und wem gefällt es von denen, die das erste Mal da sind bis jetzt? Wahnsinn! Sauber! Ihr habt es schon gemerkt vielleicht. Ich hab gedacht, ihr kennt meinen alten Schmarrn schon mal. Und dachte, jetzt, dabei habt ihr eigentlich jetzt was vorgesungen, gell? Wahnsinn! Aber da habe ich einen super Tipp für euch. Die alten Lieder gibt es alle notfalls auf CD. Ich gebe es heute da hinten. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einem Family Party, gell? Singt es dann nur noch ihr. Das nächste Lied habe ich geschrieben, als ich mich vorgestellt habe für die katholische Stiftungsfachhochschule in München. Ihr lacht. Das war wirklich so. Ja. Und mich haben es dann auch genommen. Und das ist eigentlich ein Wunder. Das hat eigentlich mit ein bisschen Glück zu tun, dass ich genommen wurde. Ich hatte mein vorstehendes Saallicht. Jetzt, ich habe die alle gesehen, ich habe alle Gesichter gespeichert, jetzt können wir es mal holen. Ihr seid schon schön. So schön. Ich hatte dieses Vorstellungsgespräch bei der, damals hieß es noch so, Frauenbeauftragten der katholischen Stiftungsfachhochschule. Und ich hatte ein Riesenglück, es war folgendermaßen, ich war im Zimmer des Kleinwitz, und hat ihr Mann in dem Zimmer, wo wir waren zum Gespräch, hat, bevor ich was sagen wollte, angerufen, scheinbar zurückgerufen, weil sie dann gesagt hat, ach, ich wollte nur sagen, ich hatte einen Unfall. Nein, ich bin draufgefahren. Und dann, ja, passt wieder aufgelegt, dann wollte ich schön den blöden Sprung machen. Und dann hat sie gesagt, so, bevor Sie jetzt was sagen, sage ich ganz kurz was zu meiner Person. Ich bin die Frauenbeauftragte der katholischen Stiftungsfachhochschule. Und das hat mir, glaube ich, das Studium gerettet. Ja, und weil ich mir so dankbar bin, habe ich das nächste Lied auch extra für Sie gemacht. Das Lied heißt, ich kämpfe für das Recht der Frauen. Frauen! Ich habe ein Vorstellungsgespräch bei einer Lady. Sie fragt mich aus über Gott und die Welt. Ich sag, du hast einen geilen Rocco, Baby. Und dass mir ihr Dekolleté gefällt. Sie fragt mich, ob ich noch ganz sauber bin, ob Frauen für mich denn gar nichts zählen. Doch, sag ich, und ich sing. Schalla, schubidu, ribidibab, du bist der Frauenrechterin. Schalla, schubidu, ribidibab, komm, zieh dich aus und leg dich hin. Schalla, schubidu, ribidibab, und wenn du lieb sein willst zu mir. Schalla, schubidu, ribidibab, da machst du Fernsehen und bringst mal Bier. Wieder mal eine Diskussion ein, das Thema die moderne Frau im Beruf. Ich sag, ihr könnt's doch mal mit dem was habt, zufrieden sein. Und das Wahlrecht war schon mehr als genug. Aber weil viele Frauen keinen Spaß verstehen und oft den Mann als Bestie sehen, ließen sie mich mit dem Streichschuss gehen. Schalla, schubidu, ribidibab, du bist der Frauenrichterin. Schalla, schubidu, ribidibab, komm, zieh dich aus und leg dich hin. Schalla, schubidu, ribidibab, und wenn du lieb sein willst du mir. Schalla, schubidu, ribidibab, da machst du Fernseher und bringst mal Bier. Wär ich vor 35 Jahren geschlampert gemacht worden, dann wär ich seit 34 Jahren eine Frau. Und mit Sicherheit. Und ich nehme es sehr genau. Aber dennoch will ich akzeptieren, dass ich nur aus der Rippe bin. Und trotzdem wäre mein Leben schön. So schön! Schalla, schubidu, ribidibab, du bist der Frauenrichterin. Schalla, schubidu, ribidibab, komm, zieh dich aus und leg dich hin. Schalla, schubidu, ribidibab, und wenn du lieb sein willst, zu mir. Schalla, schubidu, ribidibab, da machst du mehr.
trinkst noch ein Bier. Auf geht's! Scheibe! Du bist eine Frau in Ritterin. Laura! Du zieht die aus und leg die hin. Hey! Und wenn du lieb sein willst zu mir, dann machst du Fernseh und trinkst noch ein Bier. Scheibe, schüttel, du liebe die Nacht. Du bist eine Frau in Ritterin.